zwischen Timo Boll und Steffen Fetzner möchte ich natürlich ganz herzlich Jörg Roskopf begrüßen, Deutschlands Nummer 1 in Sachen Tischtennis. Jörg Roskopf, man hat schlimme Dinge gehört von Ihnen. Magen- und Darmgrippe, Schleimbeutelentzündung in der Schulter. Deswegen müssen wir fragen, wie geht's Ihnen überhaupt? Zurzeit geht mir es eigentlich ganz gut. Also ich hoffe, dass es auch noch ein paar Wochen hält bis zu den Europameisterschaften. Aber es war natürlich die letzte Woche sehr, sehr schwierig für mich gewesen. Aber jetzt das Trainingslager habe ich ganz gut überstanden und ich hoffe, dass es für die nächsten paar Wochen hält. Trainingslager in der Nationalmannschaft müssen wir erklären. Die Nationalmannschaft bereitet sich vor auf die Europameisterschaften in Eindhoven. Der Kader hat sich getroffen, so zum ersten größeren Lehrgang. Jörg, bevor wir einsteigen in die Partie, sollten wir kurz auf das schauen, was wir bislang schon gesehen haben in dieser Halle. Es hat schon einige hochinteressante Spiele gegeben. Wie gesagt, Verletzungsprobleme bei Grenzau, Korbel nicht dabei. Das haben wir vorhin schon bei Harald Schult gehört. Hier das Geschehen auf einen Blick. Die beiden Doppel gingen zugunsten von Grenzau aus. Eine Geschichte, die man nicht unbedingt erwarten konnte, denn Gönnern verfügt über zwei bekanntermaßen starke Doppel, also guter Auftakt für die Gäste aus Grenzau. Dann eine doch wohl erwartete Niederlage für Steffen Fetzner gegen Heister. Und das große Duell zwischen Jung und Alt, zwischen Timo Boll und Andrzej Gruber hat die Routine entschieden. Andrzej Gruber hat gewonnen. Vielleicht schaffen wir es Ihnen nachher noch einige Bilder von diesem Spiel zu präsentieren. Ein ganz knappes Match war es zwischen den beiden Chinesen Xu und Wang. Und da hat der Gönnerner Chinese knapp gewonnen. Und Grujic gegen Blaszczyk, ganz klare Sache zugunsten von Lucian Blaszczyk. Das heißt, wir haben jetzt einen aktuellen Stand von 4:2 für die Gäste aus Grenzau, die natürlich die Verfolgung weiter aufnehmen wollen von Borussia Düsseldorf, dem Tabellenführer. So, jetzt gehen wir rein ins Spiel zwischen Steffen Fetzner, der also jetzt unverhofft zu der Ehre gekommen ist, an Nummer 2 zu spielen heute bei Grenzau. Und auf der anderen Seite Timo Boll, der deutsche Meister, der Nachfolger von Jörg Roskopf als deutscher Meister. Jörg, ein offenes Rennen zwischen diesen beiden? Ich glaube schon, dass es ein offenes Rennen werden wird. Timo hat das letzte Duell gewonnen in der Bundesliga und Speedy ist natürlich auch bekanntermaßen ein bisschen angeschlagen. Aber hat bisher einen sehr, sehr guten Start erwischt. Er führt 11:6 und ich glaube, dass der erste Satz sehr wichtig sein wird. Und jetzt muss natürlich Boll sich auch etwas steigern. Vielleicht sagen wir auch mal was zu dem, was diesen jungen Mann hier, Timo Boll, auszeichnet. Ihr Nachfolger als deutscher Meister, das haben wir gesagt. Er ist ja wirklich ein kometenhafter Aufsteiger, das kann man glaube ich schon so sagen. Der jüngste Spieler, der je in der Bundesliga gespielt hat. Sagen Sie was zu ihm aus Ihrer Sicht. Er ist natürlich ein sehr, sehr guter Spieler, der vor allen Dingen jetzt durch die großen Erfolge, die er gefeiert hat, auf dem Boden geblieben ist. Weiterhin, glaube ich, hart an sich arbeitet, aber von den spielerischen Möglichkeiten natürlich auch schon verglichen wird mit Jano Waldner. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr große Bürde, die er da zu tragen hat. Aber er ist ein Spieler, der es packen kann. Das glaube ich schon, dass er in der Zukunft auch große Titel erringen kann. Aber er muss natürlich auch beweisen, er wird Niederlagen einstecken müssen und dann zeigt sich die wahre Größe von einem Spieler. Vielleicht schon heute gegen Steffen Fetzner. Wir wollen nicht unken, aber es sieht gut aus für den Mann aus Grenzau. 13:8. Ja, Speedy, ihr langjähriger Doppelpartner, auch im Einzel inzwischen eigentlich eine durchaus feste Größe in der Bundesliga, auch wenn er im unteren Parkkreuz bei Grenzau spielt. Aber auch da gibt es ja jede Woche starke Gegner. Ja, wie hat er sich entwickelt im Einzel, der Steffen? Er wurde natürlich auch in der Vergangenheit oft im Einzel unterschätzt. Er hat immer große Erfolge für die Mannschaft gefeiert im Einzel. Und es war natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Mannschaftsspieler für uns gewesen. Und ihm hat manchmal auch die Kraft gefehlt, dann das Einzelturnier bei den großen Meisterschaften durchzuspielen. Aber in der Bundesliga ist er immer ein sehr gefährlicher Spieler. Und man sieht es natürlich auch hier, er führt 14:10. Und ich glaube auch, dass er hoffentlich für uns eine große Hilfe sein wird bei den Europameisterschaften in ein paar Wochen. Ist das eigentlich für einen Spieler jetzt eine zusätzliche Belastung, wenn man so plötzlich und unverhofft vom zweiten Parkkreuz ins erste wechseln muss? Ich glaube, dass er schon damit irgendwo gerechnet hat, weil ich habe mich vorhin mit den Grenzauer Spielern unterhalten, die, glaube ich, vielleicht damit gerechnet hätten, dass Andrzej Gruber sagt, er spielt heute nicht. Und er hat schon damit gerechnet, deshalb war die Überraschung eigentlich nicht so groß gewesen. Aber es ist immer schwierig, im oberen Parkkreuz dann zu spielen, weil der Speedy natürlich auch nicht in seiner besten Verfassung ist. Und deshalb ist es für ihn schwierig zu spielen. Aber vielleicht hilft es ihm auch, dass ein bisschen der Druck herabgenommen wird von ihm. Timo Boll, eigentlich ein Spieler ohne die ganz große Schwäche, spielt sehr variabel. Hat da wirklich bei Trainer Helmut Hampel, bei dem auch Sie ja Ihre Tischtenniskarriere mehr und weniger begonnen haben, hat sich da sehr, sehr gut entwickelt.
muss natürlich auch mal Rückschläge einstecken, natürlich, aber insgesamt natürlich Timo Boll mit einer ganz großen Zukunft. Was ist die Stärke vielleicht von Steffen Petzner? Können wir da vielleicht zu sagen? Er hat eine sehr, sehr gute Beinarbeit, die vielleicht heute nicht so zum Tragen kommt, weil er doch starke Probleme hat im Knie. Aber normalerweise hat er eine sehr gute Beinarbeit. Ist auf beiden Seiten eigentlich ein sehr guter Spieler, der vor allen Dingen seine Stärke in der Rückhand hat, die er in Düsseldorf unter Mario Amesic doch sehr stark verbessert hat. Und jetzt versucht man ihn eigentlich über die Vorhand anzuspielen, weil die Rückhand doch wirklich seine stärkere Seite geworden ist. Ein bisschen überraschend, dieser klare Zwischenstand für Steffen Petzner, der einen Satzball hier oder mehrere Satzbälle hat. Einen hat Timo Boll abwehren können, aber 20-12, das müsste eigentlich reichen zum Gewinn des ersten Satzes für Steffen Petzner. Und da ist er schon. Vielleicht haben wir gleich mal die Gelegenheit hereinzuhören bei einem der Betreuer, Timo Boll und Trainer Helmut Hampel. Oder in Mitte kommt, ist okay. Oder du versuchst lang in Mitte anzuspielen. Das kannst du auch machen. Und versuch, wenn der Ball auf deine Rückhand kommt, versuch ein bisschen mehr über den Ball zu gehen. Nicht den Ball. Ja, ich weiß. Aber wenn du den Ball zu aktiv spielst, dann geht er oft drüber, weil er zu viel Geschwindigkeit hat. Versuch den Ball ein bisschen Tempo rauszunehmen, einfach die Geschwindigkeit vom Ball mitnehmen. Ja, ein bisschen mehr über den Ball gehen. Und zu viel in Rückhand gespielt. Versuch mehr in Mitte Vorhand zu spielen. Das geht. Ja? Versuch einen Rückschlag ein bisschen besser zu machen. Versuch ein bisschen mehr über Mitte Vorhand zu spielen. Und wenn er dich auf Rückhand anspielt, versuch das Tempo ein bisschen rauszunehmen. Okay? Aber selbst viel arbeiten. Versuch jeden Punkt zu kämpfen. Okay? Jeden Punkt. So, das war nicht Helmut Hampel, denn sie betreiben Jobsharing, Arbeitsteilung. René Stock ist für ihn zuständig, der Co-Trainer, der junge 27-jährige Co-Trainer beim TTV Gönnern. Der Chefcoach kümmert sich um den Paralleltisch. Ja, Jörg, die Taktik, wir haben es gerade in Auszügen gehört, was René Stork empfohlen hat. Würden Sie dem zustimmen? Ich glaube schon, dass es eigentlich eine relativ gute Taktik gegen Speedy ist. Nur es hängt immer von dem Spieler ab. Man kann dem Spieler die beste Taktik geben. Aber Timo muss sich sehr steigern, weil er in dem kompletten ersten Satz eigentlich den fast schon verschlafen hat. Und ich glaube, dass ihm noch die Niederlage gegen Grupa noch immer irgendwo im Kopf rumschwirrt. Auch Timo Boll war in der letzten Woche zumindest nicht ganz fit, litt an einer Grippe, musste da auch überraschende Niederlagen einstecken gegen die Würzburger Fang Changmao und Michael Appelgren. Ganz klare Niederlagen. Jetzt soll er eigentlich wieder fit sein, wurde auch geschont beim Training, hat heute Morgen nicht mehr trainiert, auch gestern Abend nicht, nach der Rückkehr vom Nationalmannschaftslehrgang. Also in Gönnern denken sie schon, dass er richtig fit ist, der Timo Boll. Ich glaube schon, dass er fit ist. Er hat am Anfang der Woche noch ein bisschen Probleme gehabt, nur hat dann bei dem Lehrgang doch die letzten zwei Tage sehr konzentriert und auch sehr gut trainiert. Und ich glaube schon, dass er fit sein oder fit scheint, aber ich glaube, er hat ein bisschen damit zu kämpfen mit dem Spiel gegen Grupa. Das liegt ihm doch ziemlich schwer im Magen und er muss sich jetzt steigern. So Ballwechsel bringen einen Spieler normalerweise immer nach vorne. Wenn man so einen großen Ballwechsel mal gewinnt, dann bekommt man vielleicht einen Lauf, um dann irgendwo ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken für den nächsten Ballwechsel. Und die braucht natürlich Timo Boll jetzt. Ah, da ist vielleicht auch das Publikum mal wieder gefragt, das ja hier in Breidenbach normalerweise ganz voll und ganz auf der Seite von Timo Boll steht. Ich glaube, jetzt kann er die Unterstützung durchaus mal wieder etwas heftiger gebrauchen. Europas bester Jugendspieler, ganz unbestritten, hat erst vor kurzem das Top-12-Turnier der Jugend gewonnen. Und er ist auch der große Favorit natürlich für die Jugend-Europameisterschaften. Was kann er eventuell auch mit Ihnen zusammen, mit Steffen Petzner zusammen bei der Europameisterschaft in Eindhoven, bei den Erwachsenen, sag ich jetzt mal, erreichen? Wir hoffen natürlich schon, dass wir in der Mannschaft eine Medaille holen können. Wir haben vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft in Bratislava sind wir leider nur Fünfter geworden. Unser großes Ziel heißt, eine Medaille zu holen.
Und für das trainieren wir bei drei Trainingsleggings sehr hart und das soll unser Ziel heißen und das soll auch bei den Spielern so in den Köpfen festgesetzt werden, dass man sich nicht mit dem hinteren Platz zufrieden gibt, sondern immer nach vorne schaut und vielleicht auch ins Finale zu kommen. Ich glaube, dass es zurzeit keine Mannschaft gibt, die unschlagbar ist. Jede Mannschaft ist angeschlagen. Die Franzosen mit Christophe Legout, der längere Zeit jetzt verletzt ist. Die Schweden, die Probleme hatten, weil Jörg Persson längere Zeit verletzt war. Und bei uns sind mehr oder weniger alle fit und ich glaube schon, dass wir eine gute Mannschaft haben und dass wir auch ein Ziel erreichen können und das sollte heißen, eine Medaille zu holen. Also große Pläne der deutschen Nationalmannschaft, aber Timo Boll muss erstmal hier sehen, dass er gegen Steffen Fetzner wieder ein bisschen Land gewinnt. Es sieht ein bisschen besser aus in diesem zweiten Durchgang. 8:6 Führung, 8:7 Führung jetzt für den 17-Jährigen vom TTV Gönnern. Und es ist ja wahrlich so viel eingestürmt auf Timo Boll, auf seinen Schützling hier René Storck, der sich so ein bisschen zurücklehnen kann, weil er, glaube ich, schon sieht, dass Timo Boll jetzt ein bisschen besser gegen Steffen Fetzner zurechtkommt. Er ist Pokalsieger geworden, Timo Boll mit seiner Mannschaft. Das war auch eine große Überraschung, ein knapper Finalsieg gegen Frickenhausen. Er ist zum Tischtennisspieler, zum Juniorsportler des Jahres 1997 gewählt worden. Und zum Spieler des Monats des Tischtennis-Weltverbandes. Und das ist eine Ehre, die, glaube ich, auch nicht jeder mal mitbekommt, so irgendwann im Laufe seiner Karriere. Das ist schon was ganz Besonderes, ja. Ja, das ist mit Sicherheit was ganz Besonderes. Da muss man schon wirklich über längere Zeitraum sehr konstante Leistung zeigen. Und er hat sehr, sehr viele Titel gesammelt, aber die helfen ihm jetzt heute nicht weiter. Er muss zeigen, dass er am Tisch jetzt ein besserer Spieler sein kann, weil er liegt jetzt schon wieder 10:8 zurück und es ist eine sehr, sehr heiße Phase für ihn. Trainer Hampel sagte uns natürlich noch vor dem Spiel, und da hat er selbstverständlich recht, er muss sich noch an das ganz harte Bundesliga-Training gewöhnen. Das ist ja auch nicht mal eben so zu machen. Das wird einige Zeit dauern, bis es Timo Boll voll und ganz geschafft hat, sich an die erhöhten Anforderungen, vor allem im ersten Fahrkreuz in der Bundesliga, zu gewöhnen. Aber er ist sehr variabel, wie gesagt. Rückhand und Vorhand fast gleich stark. Guter Aufschlag. Der Trainer sagt Beinarbeit, da kann er noch dran arbeiten, da muss er sich verbessern. Wo kann er sich vielleicht noch verbessern, der Timo Boll? Ja, es ist so natürlich, dass er einen sehr, sehr guten Aufschlag hat, auch ein sehr gutes passives Spiel. Aber wenn man ein sehr gutes passives Spiel hat, vergisst man manchmal auch in den aktiven Bereich reinzugehen. Und das ist eine Sache, die er noch zu verbessern hat. Vor allen Dingen mit seiner Vorhand, den ersten Ball ein bisschen aggressiver zu spielen. Und dazu gehört natürlich eine gute Beinarbeit. Im Übrigen, die Abwerbungsversuche sind zunächst mal gescheitert. Timo Boll hat seinen Vertrag in Gönnern verlängert bis zum Jahr 2000 auf jeden Fall. Und es kann sein, dass es noch ein bisschen länger geht. Die Option hat der Verein noch bis 2002. Auch Borussia Düsseldorf wollte ihn ja haben, Jörg Roskow. Ja, sicherlich muss man so einem großen Talent ein Angebot machen. Und es gibt nicht viele Vereine, glaube ich, die in Timo Boll dann auch ein Angebot machen können, dass er vielleicht dann irgendwann auch mal annimmt. Und dazu gehört Borussia Düsseldorf. Aber ich glaube, dass es eine ganz normale Sache ist, dass man so einem guten Spieler, vor allem auch deutschen Spieler, ein Angebot macht. Und es war mit Sicherheit nicht das letzte Angebot, das er von Düsseldorf bekommt. Jetzt geht es langsam, aber sicher in die entscheidende Phase vom zweiten Satz. Bleiben wir mal ein bisschen näher dran am Spiel. Fetzner hat wieder den Rückstand aufgeholt. Er führt, wenn auch knapp, mit 13:12. Sie selbst, Jörg, hatten gar nicht damit gerechnet, dass der Speedy überhaupt die Einzelspiele bestreitet heute aufgrund seiner Probleme. Jetzt schlägt er sich richtig gut. Ja, es ist oft eine Steigerung da, wenn man ja, im Endeffekt nicht damit rechnet. Und er hat jetzt die ganze Woche fast gar nicht trainiert. Und für mich spielt er heute ein sehr, sehr gutes Tischtennis. Und er hat auch verdient den ersten Satz gewonnen. Und ich glaube schon, dass er eine sehr gute Chance hat, das Spiel heute gegen Timo Boll zu gewinnen. Das würde ja bedeuten, dass Grenzau mit 5:2 in Führung gehen kann. Und da bleibt abzuwarten, was dann am Nachbartisch Danny Heister und Sportsfreund Grubber macht. Das kann also dann hier durchaus schon relativ schnell zu Ende gehen. Aber wir bleiben jetzt bei diesem Spiel hier bei Boll gegen Fetzner, zumal es ja spannend wird. 14 beide, zweiter Satz. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für Gönnern vor allen Dingen, ist, weil
Wenn das Spiel verloren geht, dann haben sie fast keine Chance mehr, das Spiel noch 5-5 zu gestalten. Und deshalb ist es für Timo natürlich auch besonders schwer jetzt zu spielen, weil der Druck auf ihm jetzt extrem groß wird. Vorhin das Spiel gegen Gruber, da hat jeder mit gerechnet, dass Gruber das Spiel gewinnt. Aber jetzt muss er doch zeigen, dass er auch irgendwo vielleicht den Satz noch gewinnt und dann im dritten Satz sich ein bisschen steigern kann. Ist man da nicht besonders motiviert, wenn es gegen einen Nationalmannschaftskollegen geht? Ach, wir trainieren sehr oft zusammen und wir kennen uns alle sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass es immer schwieriger ist, gegen einen Kollegen zu spielen, als es gegen einen, gegen den man noch nie gespielt hat oder gegen den man vielleicht auch persönlich nicht so gut mag. Dann fällt es ein bisschen einfacher, auch irgendwo ein kleines Feindbild aufzubauen. Aber für Timo ist es, glaube ich, generell gegen alle Spieler jetzt relativ einfach, weil er hat nichts zu verlieren, er ist der junge Spieler. Und er hat es bisher gezeigt, dass er sehr, sehr gut spielen kann, vor allem auch in der Bundesliga am oberen Parkreuz, wo ihm keiner zugetraut hat, so gut zu spielen. Und jetzt, er führt schon wieder 17-15 und ich glaube schon, dass für ihn der Aufschlag jetzt sehr wichtig wird. Er macht jetzt sehr, sehr gute Aufschläge, vor allen Dingen mit Überschnitt. Und Speedy hat auch Probleme, den Ball über den Tisch zu halten, vor allen Dingen kurz zu spielen. Und er muss immer in die langen Ballwechsel reingehen und da ist Timo doch ziemlich gut jetzt. Man sieht es hier, wenn Timo Boll zum Topspin kommt, dann hat er doch Vorteile. Und wenn da noch die Beinarbeit dazu stimmt, dann hat er große Vorteile, irgendwo auch den Punkt zu machen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch die Taktik, die er vielleicht dann im dritten Satz dann noch anbringen sollte. Ja, es wird hier einen dritten Satz wohl geben zwischen diesen beiden. Steffen Fetzner, vielleicht merkt man doch die Belastung, beziehungsweise merkt er auch die Verletzung. Das kann man ja nie von hier oben so gut beurteilen. Das weiß im Endeffekt nur der Spieler selbst. Zweiter Satz für Timo Boll. 21-15. Und wir hören mal zu, welche Tipps Steffen Fetzner von der Grenzauer Bank bekommt. Patrick Korbel betätigt sich da als Betreuer. Manchmal macht er extra ein bisschen längere Aufschlag, dass du anfängst. Und dann spielt er direkt in deinen Rückhand. Aber spiel mal weiter, konsequent. Mitte und in die schnell gespielt. Genau. Sofort, du hast einen Topspin gezogen und zweiter hat schon Fehler gemacht. Halt mal den Ball ein bisschen im Spiel und variieren den Topspin. Da war 14 beide. Man wollte so schnell Punkt machen, das war schwerer Ball. Mit Rotation hattest du mehr Probleme als mit Schnell. Ja? Vergiss das Satz jetzt. Jetzt am Anfang konzentrieren. Und wenn du Punkte machst mit kurzem Aufschlag, brauchst du nicht lange machen. Ja? Also, wir haben gehört, die taktischen Anweisungen von Patrick Korbel. Kann man noch was ergänzen? Was können aus seiner Sicht, aus Ihrer Sicht, der Steffen Fetzner noch versuchen? Ja, es ist schon richtig, was Sie beide eigentlich erkannt haben, dass Sie den ersten Ball ein bisschen mit Spin spielen sollten oder das Spiel mit Spin spielen sollte. Aber es ist, glaube ich, immer schwierig zu sagen, weil wenn man die Chance hat, möchte man auch aggressiv spielen und es verleitet einem immer dazu, den ersten Ball festzuziehen. Aber er muss es ganz einfach probieren und vor allen Dingen muss er auch probieren, auf dem Timo Boll seine Aufschläge aggressiver zu spielen, weil der Rückschlag dürfte sehr entscheidend sein, weil wenn der Speedy ins passive Spiel kommt, ist er nicht so ein guter Spieler und ich glaube, dass das die Taktik vor allen Dingen auch vom Timo Boll sein wird, mehr den Aufschlag mit Überschnitt zu machen. Timo Boll hat ja Steffen Fetzner in der deutschen Rangliste inzwischen überholt, ist die Nummer 3 in Deutschland. Fetzner die 4, die 2 ist Torben Wosik, die 1 der Großkopf, die Nummer 5 Richard Krause. Das sind eigentlich seit Jahren gewohnte Größen. Timo Boll kommt jetzt so langsam aber sicher mitten rein. Ja, er kommt ein bisschen zu schnell da vorne rein. Ich glaube jetzt auch, dass die älteren Spieler aufpassen müssen. Und wir haben sehr gute junge Spieler. Und deshalb müssen wir noch ein bisschen mehr trainieren, um uns noch ein bisschen mehr zu konzentrieren für die Spiele. Nicht, dass auf einmal vorne dann 3, 4 junge Spieler stehen. Das wollen wir natürlich so lange wie möglich vermeiden.
Also Sie selbst bezeichnen sich als älteren, also als alten Spieler, ja. Schon? Ja. Ja, glaube schon, ja. Mit 28 sollte man sich dazugehören. Aber man sieht ja, wozu ein fast 40-jähriger Andrzej Gruber noch in der Lage ist. Oder auch ein Ding Yi, den wir in der letzten Woche gesehen haben, aus Frickenhausen, auch 39 Jahre alt. Also insofern haben wir noch eine lange Karriere zu bewundern, vielleicht bei Ihnen, Jörg Roskopf. Oder haben Sie sich das nicht zum Ziel gesetzt, nur mit bis 40 noch in der Bundesliga zu spielen? Meine Verträge laufen erstmal bis 2000, aber ich würde ganz gerne weiterspielen. Aber es ist immer eine Frage von der Gesundheit, auch von dem Körper, ob er mitspielt. Und natürlich auch die Einstellung, die muss natürlich auch stimmen. Hier sieht man die Beinarbeit, dass er doch ein bisschen zu breit steht bei der Beinarbeit und sich noch nicht so leicht physisch bewegt, wie das eigentlich sein sollte. Aber es ist gar schwierig, von 17-Jährigen jetzt schon zu erwarten, dass er alles perfekt beherrscht. Er muss noch irgendwelche Sachen verbessern und das gehört mit Sicherheit dazu. Wo wir gerade Steffen Fetzner wieder im Bild haben, Jörg, wird es die Renaissance geben des Doppels, Fetzner-Roskopf? Ja, es wird dazu kommen wieder. Nach den Europameisterschaften jetzt in Eindhoven haben wir uns dazu entschlossen, dass wir wieder zusammenspielen werden. Vor allen Dingen im Hinblick auf Sydney 2000, dass wir auch wieder Wettkämpfe zusammen bestreiten. Dass wir hoffentlich bei den Olympischen Spielen gut zusammenspielen werden. Und deshalb wollten wir uns 2 Jahre darauf vorbereiten. Jörg Roskopf, Steffen Fetzner, die Weltmeister von 1989 im Doppel. Das ist tatsächlich schon wieder so lange her, Jörg. Kann man das manchmal noch fassen, diese Tage in Dortmund? Denken Sie da noch mal zurück? Ah, man denkt eigentlich immer wieder zurück, weil man sehr oft daran erinnert wird, weil es doch den meisten deutschen Tischtennis-Fans in Erinnerung geblieben ist und man wird oft daran erinnert, aber es ist ein Titel, der 89 war und dann sollte man nicht so lange darüber nachdenken. Oh, das war jetzt schon der zweite Fehler vielleicht von Steffen Fetzner und vielleicht wird er ihn am Ende fehlen, die 2 Aufschläge. Es bleibt ein heiß umkämpftes Match, 8:6 Führung jetzt wieder für Steffen Fetzner, aber das hatten wir vorhin auch schon mal, eine knappe Führung, das hat glaube ich noch nicht viel zu bedeuten, diese Führung jetzt 8:6, oder? Nein, 8:6 hat noch nicht viel zu bedeuten, da kann noch sehr, sehr viel passieren, aber es ist natürlich immer wichtig, bei seinem eigenen Aufschlag positiv den Aufschlag zu gestalten. Steffen Fetzner führt jetzt 8:7 und jetzt kommt die wichtige Phase, vor allem für Timo Boll, dass er vielleicht vor dem Seitenwechsel nochmal in Führung gehen kann. Schöne Ballwechsel, das wollen die Zuschauer sehen. Wir haben auch heute bei den Spielen von Andrzej Gruber da schon einige wunderbare Aktionen gesehen. So macht hier ständig Spaß, auch für die Zuschauer. Steffen Fetzner hat übrigens seinen Vertrag auch verlängert beim TTC Grenzau und zwar bis zum Jahr 2000. Ganz wichtig als Integrationsfigur auch in Grenzau. Eine prima Mannschaft ist es geworden in Grenzau mit Teamchef Gruber und mit Fetzner und Błaszczyk und Korbel und wie sie alle heißen. Vielleicht das ist das auch Geheimnis, das große Geheimnis des Erfolges in Grenzau. Nachdem sie ja alle überrascht waren, dass ihre eigentlich vorgesehene Nummer 1 nicht kam. Kim Tae-soo, der Koreaner, durfte nicht spielen in Deutschland, weil er schon in diesem Jahr, in dieser Saison gespielt hatte für seinen früheren Club in Seoul. Und so ist es nichts geworden mit dem Auftritt von Kim Tae-soo in Deutschland. Und das bedeutete auch, dass Andrzej Gruber entgegen aller Ansichten und auch entgegen seines eigenen Willens sich entschließen musste, doch noch mal wieder die kurze Hose anzuziehen, wie er sagte. Also spielen musste und sie mussten alle eine Position weiter nach oben rücken. Aber Grenzau hat sich prima geschlagen in dieser Saison. Erst 2 Niederlagen, 1 Unentschieden, alle anderen Spiele gewonnen. Jetzt steht es 11:9 für Steffen Fetzner im dritten Durchgang gegen Timo Boll.
Das ist die Stärke von Steffen Fetzer, den ersten Ball mit der Spin anzufangen und dann mit der Rückhand einen sehr aggressiven Ball, vor allem gegen den Linkshänder in die tiefe Vorhand zu spielen. Man sieht es hier, dass der Timo den ersten nur weich blocken kann und dann bekommt er einen ganz weiten tiefe Vorhand. Es gab nicht wenige Stimmen, die mal sagten, dass Steffen Fetzer eine Schwäche hätte, nämlich dass er so den punktbringenden Endschlag nicht so richtig besitzt. Ist das noch so oder hat er sich da verbessert? Ich glaube, da hat er sich sehr stark verbessert. Ich glaube, dass er in der Rückhand einen sehr, sehr starken Ball hat. Und es ist schwierig, gegen ihn zu spielen, wenn er den ersten Ball mit Spin anfängt, danach doch von beiden Seiten sehr, sehr viel Druck machen kann. Und man sieht es auch hier, dass der Timo Boll doch ziemlich große Probleme damit hat, irgendwo den Ball zu platzieren, dass er vielleicht den Ball im zweiten und dritten Mal dann erst beenden kann. Es ist zu viel Druck bei ihm bei den ersten und zweiten Bällen bei Timo Boll. Und vor allen Dingen hat er eine Aufschlagserie gespielt mit 2-3 vor und nach dem Seitenwechsel. Und das war schon vielleicht irgendwo eine Vorentscheidung, weil er sehr große Probleme zur Zeit mit seinem ganzen Aufschlagspiel hat. Er springt sehr, sehr oft seine Aufschläge halblang oder lang und Speedy kann doch direkt darauf ein bisschen Druck machen. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig für ihn, zum 15-15 zu kommen, was er unbedingt braucht. Sehr stark. Ja, jetzt sehen wir auch beide Trainer am Tisch von Fetzner gegen Boll. Helmut Hampel und René Storck versuchen jetzt also gemeinsam ihren Mann, ihren Timo Boll, nach vorne zu peitschen. 16-13. Also die 5 Punkte, die er unbedingt braucht, denn nach Aussage von Jörg Roskopf, die kann er nicht mehr holen in seinem Auftragsspiel. 16-13 Fetzner. Umfeld in Gönnern ja für ihn wie bestellt. Die ganze Mannschaft wohnt und trainiert in seinem Heimatort, in Höchst im Odenwald. Gespielt wird hier, das ist in Breidenbach, fast 180 Kilometer entfernt. Also Timo Boll kann sein ganz gewohntes Umfeld weiter um sich haben. Und bislang haben die großen Erfolge ihm und auch dem Verein TTV Gönnern recht gegeben. Wie gesagt, bis 2000 ist er auf jeden Fall noch weiter in Gönnern unter Vertrag. Jetzt die entscheidende Phase im dritten und entscheidenden Durchgang. 16-15 Führung, Steffen Fetzen. Steffen Fetzner wirkt sehr konzentriert, sehr aggressiv. Also ich glaube, er hat schon den Willen, dieses Spiel auch bis zum Schluss durchzuziehen. Ein bisschen überraschend. Ja, er hält sich sehr konsequent an die Taktik, die ihm vor allem Peter Kaube vorhin gegeben hat mit den kurzen Aufschlägen. Er versucht wirklich, das Spiel kurz über den Tisch zu halten. Jetzt ist im Aufschlag ein bisschen länger rausgerutscht, aber hat trotzdem die Chance, den Punkt zu machen. Und es ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt gewesen, 19-15 zu führen, noch einen Aufschlag zu haben. Vielleicht dann mit 20-15 fünf Matchbälle zu haben. Das ist sehr wichtig, vor allem wenn man gegen einen guten Aufschläger spielt wie Timo Boll. Tatsächlich, er macht den Punkt und jetzt hat Steffen Fetzner 5 Matchbälle. Und wenn er das schafft, dann heißt das, Grenzau kann dieses Bundesligaspiel nicht mehr verlieren. Es kann nur noch ein Unentschieden geben. Sehr stark. Ui. Der Ball war außen drauf, ja. Ja, müssen wir erklären, wenn das ganz außen ist am Tisch, dann wird der Ball als ausgegeben. Ist er auf dem Tisch an der Kante, zählt es als Punkt. So aber Punkt Timo Boll, 16-20.
Der deutsche Meister hat noch 3 Aufschläge. Aber er wird viel, viel Glück benötigen, um aus dieser Situation rauszukommen. Und er hat es nicht. Steffen Fetzner gewinnt und haben Sie gesehen, wie er sich da gefreut hat. Das ist nicht nur ein Punkt für Grenzau, das ist schon, glaube ich, auch ein besonderer Sieg. Ein Sieg gegen den deutschen Meister, gegen Timo Boll. Also, Grenzau macht den 5. Punkt. Und wie gesagt, verlieren können sie nicht mehr. Es kann nur noch ein Remis geben für den TTV Gönner. Überraschender Ausgang für Sie, Jörg? Überraschender. Ich glaube, dass heute bei dem Spiel nichts Überraschendes ist. Und man hat gesehen, dass Timo zu große Probleme mit seinem Aufschlag hat, der auch eben beim Matchball vom Speedy zu lange gesprungen ist. Und deshalb wurde er zu oft passiv in die tiefe Vorhand erwischt. Gut, wir sind gleich wieder zurück in Breidenbach mit der Entscheidung bei diesem Bundesligaspiel zwischen Gönnern und Grenzau.